Einen schönen guten Buongiorno. Ja, es ist wieder soweit. Wieder eine neue Aufnahmesession. Wie gewohnt, wieder vier Folgen am Stück. Diesmal stimmt die OBS-Einstellung wieder. Das heißt also, ja, ihr seht wieder alles. Lohnt sich, klar. Wir haben beim letzten Stream die Stufe 12 erreicht. Das heißt also, wir können jetzt in der Hauptstory weitermachen. Ich denke, so ist es auch gedacht. So, jetzt schaue ich mal schnell. Ich habe heute den ganzen Tag Player Unknowns Battleground gespielt und zwar mit meiner Frau zusammen. Die spielt gar nicht, überhaupt nicht. Von dem Spiel ist sie aber völlig begeistert und spielt besser als ich. Unfassbar. Ich habe so viel Erfahrung mit Shootern und Ähnlichem. Habe ich schon, gut. Nie sehr gut, aber ja. Passabel, Steuerung und so weiter kenne ich ja alles so ein bisschen. Aber sie hat mich jetzt einfach mal platt gemacht. So, jetzt muss ich mich mit der Steuerung natürlich völlig umgewöhnen. So, Reise, Kanalisation. Also, die Hauptquest geht weiter. Ich sollte dafür gewappnet sein. Gehen wir rein. Steuerung ist gar nicht mehr so unähnlich. Also, los geht's. Huiuiui. 0:16 Uhr ist es jetzt. Das heißt, es ist 2:16 Uhr, wenn ich fertig bin. Wahrscheinlich stimmt das nicht, weil. Ja. Warte mal, waren wir hier nicht? Da haben wir doch was ich aufgerufen. Joe Slater finden, machen wir. Das ist aber nicht so schlau. Joe Slater, das ist eine ertrunkene Bruder. Okay, Joe Slater finden. Das kann ich mich dran erinnern. Ja, doch, 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 doch. Das ist der eine, der fehlt noch. Das ist nicht Joe Slater. Bin ein bisschen raus. Ich habe so schön voraus aufgenommen, dass ich jetzt so ein kleines bisschen Jetlag habe. Aber naja. Wir schauen mal, was wir finden können. Da sind diese Totschoten. Okay. Alles sehr eklig hier. So, bisschen aufgeräumt. Oh, ich muss wieder anfangen, richtig zu reden. Ich bin so müde. Jetzt schon, das ist ja doof. Aha, da geht's nicht weiter. Nee, da geht's nicht weiter, sag ich doch. Da sind Nebel und da ist ein ziemlich dickes Monster. Will ich das haben? Thank you.
glaube, den soll ich nicht treffen. Was tun die da? Ich verstehe es gerade nicht. Was will der? Das sieht aus wie ein sehr endloser Kampf. Da ist er. Ich hau mal ab. Ich glaube, da soll ich jetzt noch nicht entlang. Ah, jetzt kommt er. So, lässt sie was fallen? Nein. Gut, das war wohl richtig. Ich habe das mit den Horden, die er geschickt hat, nicht verstanden. Macht aber nichts, jetzt ist er tot. Da ist der Nebel. Okay. Okay, lauter Dreck. Ich glaube, das da machen wir noch weg. Das ist doch schön. Zwei Schüsse und sie sind hinüber. Da. Blutquelle. Das ist jetzt wieder Leben, hey. Da ist ganz schön Action und ich verstehe es nicht so richtig. Aber das da ist. Quick Access Inventory updated. Wow, checks later. Okay. Ist das nicht Freddy Krüger? Ihr Gesicht verrät mir, dass sogar meine gute Seite übel aussieht. Ich habe versucht, sie zu vergessen. Die Veränderung. Als wäre sie ein böser Traum, aus dem ich noch nicht aufgewacht bin. Albträume. Alles Albträume. Seit der Sturm uns weggetrieben hat. Kein Kompass, keine Karte. Wir haben keinem erzählt, was wir gesehen haben. Über tote Schiffe voller rotem Seetang, soweit man sah. Über die Dinge, die im Nebel waren, im Wasser. Was wir jenseits davon sahen, tief im Abgrund. Jetzt kommt's, gleich kommt's. Oder was ich dort fand. In dieser Dunkelheit war sie wie eine Signalfackel. Als wäre sie geradewegs vom Himmel gefallen, verstehen Sie? Eine Klinge aus purem Licht. Einfach schrecklich schön. Ich hörte ihren Sirenengesang und er rief mich. Ich erinnere mich nur noch an das Gebrüll der Creed-Jungs, als ich sie ergriff. Oder als sie mich ergriff. Ich war nicht stark genug, das weiß ich jetzt. Sie sagten, als ich bewusstlos war, hätte sie den Nebel und die Wellen zurückgedrängt. Sie hätte uns gerettet. Das hat sie aber nicht. Das Ding hat den Nebel nach Kingsmouth gebracht. Ich habe den Nebel nach Kingsmouth gebracht. Und ich höre noch immer die Sirenen. Und sie hören sie auch. Sie könnten sie finden. Sie könnten ihn stoppen. Den schrecklichen Lärm. Und diese brennende Helligkeit zurückbringen, wo sie hingehört. In die Tiefe, in die Dunkelheit. Super. Was wäre wohl passiert, wenn ich das Rote Meer nie verlassen hätte? Oh, vielleicht hat Joe Slater das gar nicht. Und das ist alles nur ein pechschwarzer Albtraum. Ich dachte ganz sicher, jetzt kommt irgendwie, töte mich, bitte töte mich. Aber es kommt nicht. So, das Lied der Serien benutzen und ihm folgen. Das mache ich mit Umschaltung 1. Ach, das ist das. Ja, ich erinnere mich.
Ich singe mit. Ein kleines bisschen singen. Ich habe übrigens auf meinem anderen Kanal, ja, habe ich auch verlinkt, habe ich so meine alten Werke. Oh. Habe ich das schon mal hier gemacht, oder? Das ist ja gut. Geht doch. Egal. Durch. Nächste Broschüre. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr es hören wollt, es gibt da so ein paar Lieder, die ich rausgebracht habe. 99, 2000, also wirklich schon lange. Ja, übrigens, wenn ihr es gleich irgendwie krachen hört, es donnert hier. Es fängt gerade ein Gewitter ein, ein nächtliches Gewitter. Es war auch den ganzen Tag schon furchtbar schwül. Ich habe das Mikro, glaube ich, so eingestellt, dass, ja, dass es euch hier wohl nicht erreicht. Wenn doch, wisst ihr Bescheid. Versuchen wir mal die Aggro von den Kleinen uns fernzuhalten. Das klappt hervorragend. Ach komm. Ja, ist ja gut. Ihr wollt es, ihr kriegt es. Ist einer übrig? Weiß es nicht. Und nochmal die Sirene. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Gedanken zu Ende gebracht habe. Ach Mann. Also, ich habe Musik gemacht und auf meinem anderen YouTube-Kanal gibt es das zu hören. Band war Neox, von einer anderen Band kommt demnächst noch was dazu. Und, naja, so sirenenartig war es nicht. War schön. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Okay. Sollen wir das wirklich machen? Nein, das wird doch noch. Moment. Wir schalten gerade mal nochmal. So. Wir schalten gerade mal nochmal die Mission um. Wartungstunnel betreten, Solo-Instanz. Okay, das heißt, es wird jetzt ein bisschen gefightet. Och Gott, da unten kommt, also der Himmel komplett runter. Sieht aber geil aus. Das ist richtig nachhaltiger. Och nee, nicht sowas. Na komm, da kann ich doch was machen. Das ist doch ein Drehrad, ein Raddreh, ein. Da könnte ich am Rad drehen, könnte ich da. So. Ach genau, da muss man irgendwie drauf achten. Wir gehen jetzt erstmal da lang. Oh oh, okay. Okay, tot. Tot. Alles klar. Irgendwie ist das ein bisschen sehr locker eingestellt. Das heißt also, ich drehe mich ein bisschen und drehe mich dann gleich um 180 Grad. Und ich, so. Okay, da lang dürfen wir nicht gehen. Also müssen wir da durch. Da sehen wir es ja auch schon. Ab und zu sind diese Laserstrahlen nicht solide. Wenn wir dagegen laufen, sind wir tot. Warten wir nochmal, bis sie einmal kommen. Wenn sie weg sind, dann gleich durch. Am besten springen. Zack, das haben wir geschafft. So. Haben wir irgendwo wieder diese Kameras. Ich will nicht immer wieder von vorne anfangen.
Wow, es blitzt aus. Hier. So. Hier. Müssten wir drüber gehen können. Also das hat hier jetzt gekracht im Spiel und draußen auch. Okay, da können wir nicht lang, glaube ich. Müssen wir dadurch. Das Prinzip ist klar. Also nochmal springen. Zack, da sind wir drin. Jetzt müssen wir hier vielleicht irgendwas. Oh, was jetzt? Cutscene? Warum? Ah, eine Karte. Eine Karte. Sind die Endlich den ständigen Lärm beendet und es verlegt, wo es sicherer ist. Und wo ist das? Weg von hier. Ich will gerade nicht reden, Cassandra. Und rumstöhnen hilft da auch nichts. Letzte Nacht klang das noch anders. Oh, Baby, ich dachte, zwischen uns wäre was. Etwas Magisches. Schwarz wie das All und rot wie Blut. Das hier ist viel zu hoch für dich, kleines Mädchen. Ach, leck mich. Ich habe schon viel gesehen. Und ich lerne wirklich schnell. Und bin bereit für mehr als das. Na komm schon. Lass mich dabei sein. Lass mich tun, was ich gut kann. Was? Lass mir die Jungs für eine Nacht mit dir ihr Leben opfern? Ich sag dir, was du tust. Wir verbreiten eine Idee, aber die hat nur Bestand, wenn sie jemand weiterträgt. Du spreizst einfach weiter deine Beine, um Fußsoldaten zu rekrutieren. Immer schön ruhig bleiben. Eins kapiere ich nicht, Beaumont. Du hast, Ah. wonach du gesucht hast. Dein tolles magisches Schwert. Du befehligst die Armeen der lebenden Toten. Dir gehört praktisch diese Insel. Also stellt sich die Frage, warum die miese Laune? Ich meine, wonach bist du? Dir fehlt noch etwas. Stimmt's? Das ist interessant. Dein Schatz, dein kostbarer. Du kannst ihn nicht benutzen. Richtig? Ich meine, der Geist wäre ja willig, aber das Fleisch. Oh je, das Fleisch ist Schlaf. Vorsicht, kleines Mädchen. Du hast ja keine Ahnung, was. Was? Was? Willst du wissen, worum es geht, Cassie-Schätzchen, wenn man es genau betrachtet? Wandel, Evolution, Neubeginn. Ja. Der Weltenbaum wird wanken. Die Sonne wird schwarz werden und die Götter selbst stürzen. Wir machen einen Reboot der Welt. Das ist es also, nicht wahr? Wovon alle immer reden. Apokalypse. Die große Schlagzeile. Der Anbruch einer neuen Zeit, stimmt's? Tokio. Die Nacht ohne Ende. Gefällt mir. Irgendwie poetisch. Und die Rolle steht dir richtig gut. Dieser böse Zauberer. Das ist sexy. Die Antwort liegt irgendwo in den Archiven. Es muss so sein. Sie wussten vom Zugang zum schwarzen Herzen der Insel. Ich hab den Schlüssel, aber das Schloss. Das Schloss ist das Scheißproblem. Halt! Hast du nicht gesagt, dass das Schloss? Ich bin lange genug dabei, um eine vergängliche Ablenkung zu erkennen, Cassie. Wie dich. Okay. Wirklich? Das ist alles? So willst du mich belohnen? Du miese Stück Scheiße. Vergiss es. Werf noch einen Blick auf das, was du verpasst. Schätzchen. Nutzlose Schlampe. Ja. Nee. Die hatte ich Die irgendwie. Illuminaten und ihre verdammten Labyrinthe.
Also ich hatte diese Casey irgendwie wirklich sexy in Erinnerung und das ist sie jetzt nicht. Und das ist nicht so lange her, dass sich das bei mir so geändert hätte. Aber naja, so. Ah, guck mal hier. Untersuchen wir. Was finden wir? Okay, jetzt geht's wieder nicht weiter. Gut, alles klar. Also, schwarzes Herz der Insel. Archive der Illuminaten. Verdammte Tunnel. Da ist dieser Flugplatz und so weiter und so fort. Boah, dieses Kracken. Das ist nicht mein Mikro oder sonst was. Das ist diese elektronische Türsicherung. So. Naja, jetzt haben wir es geschafft. Wir kennen das ja schon. Müssen wir wieder raus. Sollen wir hier weiter? Nee. Okay. Vielleicht sollten wir nicht jedes Mal, wenn es weitergeht mit der Quest, dann sofort weitermachen. Sondern tatsächlich ein paar Nebenquests nochmal machen. Hier ist jetzt auch alles offen. Da. Nee, da sind immer noch die Kameras, da müssen wir auch nicht hin. Da müssen wir nicht hin. Da müssen wir lang. Genau. So, naja, bisschen Hauptstory haben wir weitergekriegt und jetzt geht's wieder zurück. Müssen wir mal gucken, was wir machen können. So. Wir haben zwei Nebenmissionen ja schon am Start. Machen wir die. Machen wir die, werden wir besser von. Nehmen wir noch ein Beschwerdeformular. Komm, schauen wir uns auch noch an. Kurz bevor der Nebel über Kingsmouth hereinbrach, hat sich ein Einheimischer namens Old Tom beim Sheriff beschwert und verlangt, Mitglieder von Morning Light zu entfernen, die ungebeten sein Land betreten hatten. In dem Chaos seither hat anscheinend niemand mehr etwas von Tom gehört. Das Lager von Morning Light ist noch da. Tom war wegen der Störenfriede offenbar sehr aufgebracht. Er droht sogar, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Lesen Sie die gesamte Beschwerde und suchen Sie nach Tom. Zack. Nehmen wir. Was sind das für Geräusche? Hippies. Da waren wir ja schon. Würdet ihr verdammten Bullen mal euren verdammten Job machen und diese verdammten Hippies von meinem verdammten Land verjagen? Das ist kein verdammter Zeltplatz und sie stehlen dort jede Menge verdammte Scheiße an. Stellen dort jede Menge verdammte Scheiße an. Ich wollte die Sache verdammt friedlich klären, aber sie haben mich bedroht und das ist einer meiner verdammten Hunde verschwunden. Ich schwöre, wenn sie nichts dagegen unternehmen, kläre ich die verdammte Sache selbst. Unterschrift verdammter Atkins. So. Ich glaube, wenn ich hier weitergehe, dann wird mir empfohlen. Achso, nee, die Flammen sind zu heiß. Hier, die Flammen, seht ihr? Da, Wahnsinn, ne? Die ganzen Flammen, die sind ja viel zu heiß, ne? Wie nennt das der gute Kronk immer? Alpha-Wände. Naja. Also, wenn das heiße Flammen sind, dann sollten da auch heiße Flammen sein. Ah, ja, genau. Old Tom suchen. Ja, ich muss doch nie was suchen. Das ist doch immer schon gleich da. Ich finde dann wahrscheinlich gleich die Leiche. Vermute ich mal. Ja, da waren wir schon, aber der hat jetzt eine Nachricht für uns. So. Da ist niemand. Achso, das ist, ja. Wie heißt der? Die das? Moonbeam Schwarz. Gott sei Dank, ich habe was ganz anderes gelesen. So, wo können wir denn suchen? Okay, da essen Zombies irgendwas. Ich halte es für möglich. Was ist das? Nee, das ist er nicht. Ist ja auch nicht im Kreis. Da oben? Nein. Prozess. Ich weiche da nicht mehr aus. Das ist so Quatsch.
Ach, habe ich jetzt schon 50? Nö. Hätte noch keine 50 Zombies erledigt, oder? So, wo ist er denn, der alte Tom? So groß ist das Areal doch nicht. Tommy, Tämmchen. Das ist Dead Eye, den haben wir schon umgebracht, das machen wir jetzt nicht. Da rennt ein Zombie-Jogger. Mhm. Da ist eine Kiste. So, die leuchtet nur so. Ja, Leute, wo ist er denn? Werden die noch nicht direkt da liegen lassen. Da ist ein Fahrrad. Ah, Tommy. Da ist ein Bäumchen. Ja, Hippie-Lager, schon klar. Kann ich da was durchsuchen? Nein. Na, das ist aber eine doofe Suchquest. Da vielleicht Knochen drin. So, da ist dieser seltsame Punkt. Oh, ja, gut, okay. Missionsbericht senden. Ja, Einsatzbericht ist eingetroffen und wird, ja, wie immer, ne? So, schauen wir doch mal, was wir haben. Oh, eine Schrote. Typ 1. Ach, wir müssen ja wieder Verbesserungen machen, gell? Machen wir. Drei Stück. So. Y. Was haben wir? Bring das dazu. Oh, Sound hier. Noch eine. Das da. Haben die ein Update gemacht? Diese Sounds sind mir neu. So, die sind beide gleich stark. Ach komm, dann krieg die Pistole noch mal ein. Und ich schaue mir noch mal das Herausforderungsmagazin an. Missionsherausforderungsjournal. Was habe ich denn geschafft? Tatsächlich 50 Monster Skills. So, und ich muss auch irgendwas finden, um noch eine Objektstärkung zu machen. Und ich habe eine Nebenmission. Super. Gut. Zack. Okay, den haben wir gefunden. Dann holen wir uns auch gerade mal hier eine Hauptmission, weil jetzt kriegen wir die ja. Ach Gott, Hilfe, ja. Den Beaumont oder Beaumont oder, naja, von dem er geredet hat, den haben wir erst kennengelernt. So, Stufe 12. Ein Kurier muss ein wichtiges Paket schleunigst ausliefern, aber außer der Sichtbarkeit, Sicherheit des Lagers dauernd fahren. So, B. Dann ist sehr wichtig und dringend gewesen zu sein. Er kann nicht weit gekommen sein. Es wäre kein Problem, ihm zu folgen. Okay, annehmen. Zack. Und Cutscene. Jetzt kommt's wieder. Fließ Backup. Bring das hier zum Treffpunkt und komm schnell wieder zurück. Halt nicht an roten Ampeln, halt nicht zum Rauchen, halt nicht zum Pissen. Comprende, amigo? Halt, halt! Was zum Teufel? Halt! Wir sind noch nicht fertig. Wo willst du hin? Hör zu! Bau keinen Scheiß! Pass auf! Denk dran! Wenn du diesen Kreis verlässt, musst du verdammt aufpassen! Du hast jede Menge von diesen Dingern im Kreuz und kein Voodoo, das dich schützt! Aber du wolltest es ja so, stimmt's? Morning Light ist nicht bloß sauberes Leben, Flugblätter in der U-Bahn verteilen und Miss Dreadlocks aus der Orientierungswoche flachlegen.
Wir sind die Vorboten der Veränderung, Junge. Die Propheten der Mutation. Die Jünger des Untergangs. Aber nichts passiert, wenn wir nicht unseren Hintern bewegen. Rom wurde zwar nicht an einem Tag erbaut, aber bestimmt auch nicht von Schnarchnasen, die bloß auf ihren faulen Ärschen rumliegen und sich Gras reinpfeifen. Zieh's einfach durch. Ja. Wen nervt mich rund um die Uhr, Mann? So läuft es nun mal. Immer nach unten treten. Der Boss hat klar gesagt, die Sache ist wichtig und muss erledigt werden. Jetzt! Nicht später! Nicht, wenn dir danach ist! Aber tut's mit, mein Freund! Geblende? So. Jeder muss volle Kanne mitziehen, Junge. Denn sonst ist er nur eine Last. Ja. So, habe ich jetzt ein Zeitdingens? Kurier folgen. Habe ich aber Zeit? Kurze Aufnahmepause, bin sofort wieder da.